10.000 Todesopfer in Ukraine, mehr als 600.000 Kriegsopfer in Syrien, 250.000 Opfer in Afghanistan. Es hat keinen Sinn, nur Zahlen aufzuzählen, ohne zu begreifen, was Krieg ist. Zahlen sind abstrakt, aber Krieg ist. Was ist Krieg? Krieg ist Angst zu bekommen bei einem vorbeifliegenden Hubschrauber. Hunderte Raketenangriffe in einer Nacht. Flucht. Sicheres Land. Und trotzdem Angst? 100 Kilometer weit, dunkle Stunden vorbei, keine schlaflose Nacht mehr haben müssen und trotzdem jede Nacht wach. 2014 begann ein Konflikt zwei ehemaliger Brüder. 8 Jahre später erklärte der große Bruder dem kleinen Bruder den Krieg. Es folgten 6 Millionen UkrainerInnen, die ihr Land verließen. Krieg ist Familien auseinanderzureißen. Die Schwestern, die sich hassen. Die eine verehrt Putin, die andere sitzt im Schutzbunker. Sanktionen gegen Menschen, die nichts dafür können. Und Menschen, die zur Unterstützung 5.000 Helme bekommen, wenn sie dabei sind, einen Krieg zu verlieren. Und schließlich Menschen, die versuchen, Schutz zu finden und Menschen, die aufgrund ihrer Herkunft als Aggressoren gesehen werden. Was ist Krieg? Krieg ist ein Vater, der seinem Kind schreibt in Erschütterung, 4 Tage, nachdem es das Land verlassen hat. Tränen ersetzen das Blut in unseren Adern. Trauer ersetzte Freude in unseren Augen. Tod an einem Ort, wo vor nicht allzu langer Zeit noch Leben war. Deshalb wollen wir schreien, wütend, uns rächen und weinen. Ein Staat, der vielen Geflüchteten des Antisemitismus von fremden Ländern geschenkt wurde. Ein Staat, der seinen eigentlichen Einwohnern die Freiheit nimmt und die Wasserversorgung abstellt. Krieg ist Kinder, ihren Familien zu entreißen und es im Internet zu teilen und ein Krankenhaus mit hunderten Hilfsbedürftigen zu zerbomben. Der Nahostkonflikt hat eine neue Eskalationsstufe erreicht. Wer Opfer und Täter sind, ist schwer zu fassen, doch die ganze Welt wählt Seiten. Was ist Krieg? Krieg ist zufrieden, in einer Pressekonferenz zu äußern, dass ausgerechnet an seinem 69. Geburtstag 69 von ihm nicht bestellt Personen nach Afghanistan zurückgeführt wurden. Ein Land, in dem einigen von ihnen der Tod erwartet. Flucht und ein neues Zuhause gefunden zu haben, die Sprache gelernt zu haben, seine Kinder großgezogen zu haben, und nachts schließlich abgeholt zu werden von der Polizei. Vom Flughafen direkt in ein Land, das ihnen mittlerweile wahrscheinlich fremd ist. 9/11, Schweigeminute. Und schließlich die Bombardierung Afghanistans durch die USA und Großbritannien. 9 Jahre später nennen wir es Krieg. Ein weiteres Jahrzehnt später und die Gefahr wurde wieder vergessen. Kein Haus, keine Sprache. Misshandlung und Leid. Ein rechter Flügel, der sich daran ergötzt, sie dahin zu schicken, wo sie herkommen. Es ist Krieg. Was ist Krieg? Krieg ist ein organisierter und mit Waffen ausgetragener Konflikt zwischen mindestens 2 Parteien, die anstreben, Überlegenheit über den jeweils anderen zu erlangen. Die Definitionen sind verschwommen. Einen Fokus zu setzen ist schwer. Krieg ist nicht gleich Krieg. Es gibt über 20 verschiedene Arten, je nach Ursache, Ziel, Waffenart. Krieg ist auch nicht immer genug. Es gibt andere Bezeichnungen dafür. Konflikt, Disput, Krise. Schwache Ausreden dafür, wenn man das Wort Krieg nicht in den Mund nehmen will. 2022 gab es 342 Ausreden für Krieg und 21 richtige Kriege. Doch Krieg ist nicht zeitlich begrenzt. Krieg ist schon immer. Krieg ist seit über 20 Jahren im Kongo, wo ein Land für seine Bodenschätze ausgenutzt wird, wo in einer ehemaligen belgischen Kolonie korrupte Herrscher gestürzt werden und ein Machtvakuum hinterlassen, das von niemandem so richtig gefüllt werden kann. Also tun es die Rebellen. Krieg ist Vetternwirtschaft. Krieg ist Korruption. Krieg ist manipulierte Wahlen. Krieg ist 6 Millionen Menschen, die Hunger leiden. Krieg ist ein 14-Jähriger, der tagelang nichts gegessen hat und sich bewaffneten Gruppen anschließt, weil er hofft, dort etwas zu essen zu bekommen. Krieg ist 25.000 geschätzte Opfer von Vergewaltigungen jedes Jahr. Krieg ist eine Frau, die sich nach ihrer Misshandlung tagelang durch den Wald geschlagen hat, bis sie mit geschwollenen Füßen im nächsten sicheren Ort ankam. Krieg ist eine junge Mutter, die ihr Kind erst lieben lernen muss. Krieg ist bewaffnet mit einer Machete und stirbt in dein Dorf. Krieg braucht 3 bis 10 Minuten, um dir deinen Kopf abzuschlagen. Krieg schreit, wir werden euch suchen und finden. Krieg kostet im Kongo bisher 3,9 Millionen Menschen das Leben. Aber auf diese Kosten schaut niemand. Es sind die falschen Zahlen, die falschen Millionen. Niemand will Gesichter sehen, wenn sie nicht auf Banknoten gedruckt sind. Krieg ist seit über 5 Jahren zwischen China und den USA, wo Strafzölle einem Wettrüsten gleichen, wo wegen einem Handelsbilanzdefizit dafür gesorgt wird, dass Waschmaschinen und Solarzellen aus dem Ausland teurer werden, damit Waschmaschinen und Solarzellen aus dem Inland eher gekauft werden.
Krieg ist Produkte von Apple und Amazon, die nicht von Importzöllen betroffen sind, weil Profit noch immer mehr wert ist als Prinzipien. Krieg ist Heuchelerei, Krieg ist Lobbyismus, Krieg ist Kapitalismus. Krieg stellt Fragen. Warum tun wir das einander an? Haben wir es überhaupt anders verdient? Haben wir nichts gelernt? Können wir vielleicht gar nicht anders, als einander zu bekriegen? Krieg gibt keine Antworten. Krieg ist seit über 10 Jahren in Syrien, wo ein Land die Konflikte der ganzen Welt aushalten muss. Krieg ist, wenn aus friedlichen Demonstrationen ein Bürgerkrieg wird und sich der Staat gegen die eigene Bevölkerung richtet. Krieg ist, wenn man auf Frühling hofft, aber im Winter stecken bleibt. Krieg ist Unterdrückung. Krieg ist die schlimmste Flüchtlingskrise seit 1994. Krieg ist Massaker. Krieg ist Kinder wegen Graffiti zu foltern und den Eltern zu sagen, macht neue. Krieg ist 5 Millionen Kinder, die Frieden nie kennengelernt haben. Krieg ist mit Metallteilen und Dynamit gefüllte Fässer, die auf ganze Dörfer geworfen werden. Krieg ist ein 5 Jahre alter Junge, der durch eine dieser Bomben sein Bein und seine Schwester verliert. Krieg ist, wenn der Staat behauptet, dass die Gebiete nur von Terroristen gesäubert wurden. Krieg kommt in den Morgenstunden in dein Dorf und tötet dich, noch bevor du überhaupt wach geworden bist. Krieg ist 12 Millionen Menschen, die ihr Zuhause verloren haben. Krieg ist 500.000 Menschen, die ihr Leben verloren haben. Krieg spaltet in Privileg und Problem, in die, die im richtigen oder falschen Land geboren wurden, in die mit 3 Mahlzeiten am Tag und die Glück haben, wenn sie eine bekommen, in die, die an Silvester lachen und die, die sich unter Tischen verstecken, in die Essays über Kriege schreiben und die, über die geschrieben wird. Krieg ist nichts, was mich betrifft. Krieg ist etwas, was uns alle betrifft. Was ist Krieg? Es ist Krieg.